Leute, ich habe ein Problem. Das Problem ist genau das da. Wer kennt das nicht? Über die Jahre hinweg sammeln sich nicht nur Waffen an. Nein, es sammeln sich auch Transportbehältnisse an. Immer wieder findet man irgendwo etwas, wo man denkt, hey, das ist cool. Damit kann man sicherlich richtig cool und effizient sein Material zum Schießstand und zurücktransportieren. Nun, ich bin unglücklich. Das sage ich gleich vorneweg. Wenn man sich diesen Haufen anguckt, dann grenzt es schon fast ans Messi-Sein. Und das ist noch nicht mal alles. Es gibt viele. Es gibt Taschen, es gibt Koffer, es gibt Rollkoffer, es gibt Tragekoffer, es gibt Alukoffer, es gibt Kunststoffkoffer, Doppelkoffer. Es gibt so viel auf dem Markt. Jeder hat seine eigene Präferenz. Ich bin jetzt auf der Suche nach dem perfekten Waffenkoffer. Dazu benötigt man Ideen. Und jetzt seid ihr gefragt. Mein Stanley Werkzeugtrolley, das ist der ganz unten, das hohe Ding, ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Einige aus meinem Verein, aus der SLG, haben sich auch so etwas zugelegt. Teilweise sogar genau den gleichen. Es ist eine schöne Sache, weil es modular ist. Ich kann dort relativ viel transportieren, ich kann das Ding auseinandernehmen und kann auch mit kleinem Gepäck, also nur mit einem Koffer, unterwegs sein, bei Bedarf. Aber eines hat dieser Koffer zum Beispiel mit einer Range Bag gemeinsam: die Unordnung. Natürlich, ich habe eine Schublade, da kann ich meine Munition reinpacken, ich habe eine Schublade, da kann ich meine Magazine reinpacken. Aber wo packe ich meine Waffen rein? Da habe ich dann wieder zig verschiedene Futterale. Weil ich selber bin ja in der Situation, dass ich nicht nur meine eigenen Waffen, sondern auch die Vereinswaffen transportiere. Das heißt, ich habe da teilweise 5, 6, 7 Kanonen in dem Koffer drin, muss schon auf eine weitere Tasche zusätzlich ausweichen, um das Zeug zu transportieren, um es überhaupt gestemmt zu bekommen. Ich möchte auch nicht auf diesen Koffer verzichten, ganz im Gegenteil. Ich werde ihn weiterhin benutzen, weil er ist zum Beispiel bei Einsätzen wie in Alsfeld eigentlich unerlässlich. Aber was ist, wenn ich einfach nur mal auf ein Event fahre? Wie zum Beispiel nach Wiesloch, wo ich gar nicht so viel mitnehmen möchte. Ich habe vielleicht nur meine Flinte dabei, die Mossberg. Und ich habe vielleicht zwei, drei Pistolen dabei. Soll ich deswegen extra diesen riesen Rolli mit mir rumschleppen? Wieso spreche ich euch mit diesem Thema jetzt an? Ganz einfach. Ich bitte euch um Hilfe. Schickt mir bitte per Foto, wie ihr euch den besten und effektivsten Waffenkoffer vorstellt. Keine Katalogbilder. Wenn es geht, schickt mir Fotos eurer Waffenkoffer. Ich sage gleich vorneweg, ich persönlich habe kein Interesse an Rangebags, es sei denn, es wäre zufällig eine Rangebag, die tatsächlich Ordnung hat. Ich suche tatsächlich einen Koffer, den ich platzsparend auch im Auto unterbringen kann. Der Fantasie sind letzten Endes keine Grenzen gesetzt, nur den finanziellen Mitteln. Und die sind wie immer sehr knapp. Der Traum wäre es natürlich, einen Koffer zu haben, in dem ich meine Flinte, zwei, drei Kurzwaffen plus Munition plus Gehörschutz und noch die Schutzbrille unterbringen kann. Dass ich alles schön kompakt in einem Koffer habe und nicht für ein Event den kompletten Kofferraum voll habe mit Material. Deshalb, ich gebe euch jetzt meine E-Mail-Adresse gunvlog@outlook.de. Schickt mir bitte eure Ideen, eure Fotos zu und wir machen mal. Ähnlich wie es der Marc auf Let's Shoot gemacht hat mit dem Blick in den Tresor, machen wir mal hier einen Blick in den Waffenkoffer. Und ich bin mal gespannt, wie ihr eure Waffenkoffer gestaltet habt. Ich freue mich auf eure Zuschriften und wir sehen uns dann im Folgeteil.